Oh. Dann begrüße ich euch zum letzten Talk des ersten Blocks hier auf der Bühne. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal das Problem gehabt, dass ihr im WLAN-Standard an die Grenzen gekommen seid, ne? Wahrscheinlich alle von euch. Aber so ging es auf jeden Fall Lars, nicht nur ihm, auch seinem Team. Und da haben sich gedacht, was machen wir denn da? Ja, wir entwickeln einfach mal ein neues Protokoll und neue Hardware. Und wie das genau funktioniert, wie man dann zu einer Art neuen Standard kommt, das wird euch Lars heute erzählen in seinem Talk. NPA 70, WLAN auf 430 Megahertz. Viel Spaß. Jo, vielen Dank. Ich habe dann gleich erstmal eine Frage, wie weit eigentlich der technische Background ist. Also das geht jetzt bei dem erstmal erklären, wenn ich dann auf das Protokoll komme, schon ein bisschen tiefer da rein. Also wenn da nicht so viel ist, dann müsst ihr mich irgendwie mal so mit Hand hoch, wenn da irgendwie alle nicht mehr mitkommen, dass man dann irgendwie noch mal ein bisschen mehr erklärt, dass ich hier nicht zu sehr längs ratter. Aber an sich erstmal, was bedeutet MPR? Also MPR ist ein Open-Source-Projekt, hauptsächlich von dem Franzosen Guillaume, F4HDK. Der hat das Ganze gestartet und da auch viel, viel Arbeit reingesteckt. Ich habe mir dann nur so ein bisschen zusätzlich contributed. Und die ganze Sache ist eigentlich das Packet Radio oder eigentlich genau die Sachen auf 70 Zentimeter, was bisher läuft. Das ist quasi noch in der Steinzeit stehen geblieben. Irgendwie, man kann es jetzt mit Mobilfunk, mit G1 oder so vergleichen. Damit ist man heutzutage überhaupt nicht mehr zufrieden. Und nun ist es das Ziel, eigentlich mit dem New Packet Radio das Ganze ein bisschen zu erneuern, dass man wenigstens auf irgendwie G3 so als vergleichbar im Mobilfunkstandard und dann auch von da aus dann den Weg nach G4 dann letztendlich schafft. Das Ganze basiert dann halt darauf auf, dass wir ein fortschrittliches Multi-User-Protokoll haben, wo dann halt mehrere User gleichzeitig aktiv sein können und man muss nicht erstmal 5 Minuten warten, dass überhaupt irgendwie eine Datenübertragung losgeht und das in der Zeit, wo 10 Sekunden Programmladezeit schon zu Hippeln führt. Dann haben wir erstmal so eine grobe Definition. Wir reden von Timeslots. Das sind immer, wenn ich eine Übertragung habe, dass wir dann getaktet gehen, dann kommt erst der erste Slot dran, dann kommt der zweite Slot dran, dann kommt der dritte Slot dran. Das ist nicht quasi, wie man das vom FM-Radio hört. Da wird immer dauerhaft gesendet. Und da ist quasi nur einer dran, während hier immer so nach und nach das gesendet wird. Und dann das Ganze als Paket, das können wir dann in Radio Frame nennen. Und wenn wir dann diese ganzen Timeslots, das wiederholt sich immer wieder, bis wir alle Timeslots durch haben, das ist dann so ein TDMA-Zyklus. Und für am Ende haben wir noch, das nennt sich FDD, das ist ein geteilter Frequency-Domain, wo wir dann auf der einen Seite senden und auf einer anderen Frequenz empfangen, um damit nochmal die Bandbreite ein bisschen hochzukriegen. Dann erstmal zum allgemeinen Netzaufbau. Das geht jetzt darum, das Hauptpoint ist, wir haben ein Internet oder irgendwas Backbone-mäßiges, das Hemnet, und das wollen wir jetzt irgendwie zum User kriegen. Häufig war das Problem, dass auf den höheren WLAN-Frequenzen diese User nicht erreichbar sind, weil, wie das jeder von zu Hause kennt, eine Betonwand kann schon das Ende sein. Und wenn ich nun irgendwo auf einem Turm in der Innenstadt einen WLAN haben möchte und das auf irgendwie Kilometer und mehr Entfernung dann noch empfangen möchte, landet das leider bei 90% der Einwohner der Stadt dann doch irgendwo in der Wand. Nicht jeder hat die oberste Geschosswohnung im Haus und nicht jeder hat Zugriff aufs Dach. Also muss was anderes her. 70 Zentimeter eignet sich da eigentlich ganz gut. Klar, wir wollen nicht nur darauf beschränken. Ab und an will man auch mal eine direkte Datenübertragung haben. Das ist dann so ein optionaler Point-to-Point-Mode. Ist aber nicht das Hauptziel dieser Aufgabe. Dann werden wir hier mal gleich erschlagen. Wir haben dann verschiedenste Modulationsstandards, also verschiedene Geschwindigkeiten. Da ist immer so die Sache, wie viel Bandbreite dürfen wir überhaupt verwenden? Und dementsprechend haben wir dann verschiedene Symbolraten. In Deutschland kann man mal gleich zuvorgreifen, haben wir das Problem, dass unter den Regularien, wo wir funken dürfen, dürfen wir maximal 200 Kilohertz Bandbreite benutzen. In anderen Ländern sieht das anders aus. Also fällt schon mal alles auf der einen Seite weg, bis wir halt nur noch hier bei den 200 Kilohertz stehen geblieben sind, mit oben den X1. Ein bisschen schade, aber das ist eine Sache, wo man später nochmal dran arbeiten kann. Und dann haben wir zwei verschiedene Modulationsstufen, 2 GFSK, das ist mit 2 Tönen, und 4 GFSK ist 4 Tönen, doppelt so viele, also doppelte Rate.
Das ist erstmal eine Übersicht, da kommen wir später nochmal zu genaueren Details. Also FSK, was ist das eigentlich? Das nennt sich Frequenz Shift Keying. Das heißt, wir verschieben die Frequenz zwischen zwei Zuständen. Einmal quasi schnell, einmal langsam. Das kann man hier erstmal, oben haben wir die Daten 0 und 1, dann haben wir einen Träger, das ist eine durchgehende Frequenz. Und dann haben wir mal Träger schnell, mal Träger langsam. Also mal schneller als der Träger, mal langsamer als der Träger. Und um da jetzt noch ein bisschen mehr Daten reinzukriegen, können wir das ja auf nicht nur einmal schnell, einmal langsam, sondern wir machen einmal ganz schnell, einmal nicht ganz so schnell, einmal etwas langsam und einmal richtig langsam. Dann haben wir halt 4 Stufen statt 2 Stufen. Und wie man hier unten sehen kann, sind im normalen MFSK, nennt sich das Multifrequenz-Shift-Keying, wie wir hier mit 4 MFSK bei den 4 Schritten, wir haben da immer starke Umbrüche von langsam zu schnell. Da ist ein schneller Wandel und ein schneller Wandel in der digitalen Logik, genauso wie in der Hochfrequenzlogik, bedeutet immer jede Menge an Frequenzen. Das bedeutet viel Bandbreite, das bedeutet viel Ärger irgendwie mit der Bandbreite. Also gibt es GFSK, das heißt, da wird dann über diesen Frequenzshift noch ein Gaussfilter gelegt, damit dann die Übergänge ein wenig abgerundet werden. Damit sparen wir nochmal irgendwie 20-30% an der Bandbreite und viel Aufwand später beim Filter. So, hier sehen wir dann, das ist ein Frequenz-Offset, also das ist jetzt nicht ein Oszilloskop, wie man das kennt, sondern wir gucken hier, wie weit hat sich die Frequenz verschoben. In diesem Fall minus 50 Kilohertz ist dann die 0, dann haben wir minus 16 Kilohertz ist die 1, dann haben wir plus 16 Kilohertz ist die 2 und dann haben wir oben plus 50 Kilohertz ist die 4. Dann ganz zum Anfang haben wir als Präambel, um dann das Ganze zu synchronisieren, das klassische 1, 0, 1, 0, 1, 0. Das ist noch klassisch im 2GFSK. Damit kann das Ganze synchronisiert werden und geguckt werden. Und dann kann man hinterher sehen, wie dann so Daten auf 4GFSK übertragen werden. Da haben wir die 4 Level. Und das ist dann mal so ein kleines Beispiel dazu. Nun wollen wir aber halt mehr als irgendwie nur mit einer Person sprechen und das Ganze muss dann auch irgendwie ein bisschen geordnet ablaufen. Dann sprachen wir von dem TDMA-Frame. Das ist dann einmal quasi der gesamte Roundtrip. Erstmal wollen wir von unserem Master aus irgendwie das Ganze organisieren. Das nennt sich dann der TDMA-Allocation-Frame. Da kommen wir nochmal später genau drauf. Der sagt dann allen Leuten, ihr kriegt so viel und wann dürft ihr wieder zurückreden. Also erstmal sendet er, bis er nichts mehr zu senden hat. Dann müssen wir eine kleine Pause einlegen. Sender sind nicht so schnell in der Umschaltung, da gehen mal schnell eine Millisekunde verloren. Das muss auch noch in der Bewegung, das muss sich noch zum Sender kommen, da spielt die Lichtgeschwindigkeit noch eine kleine Rolle. Und wenn man dann angekommen ist, dann fängt der erste Client an zu senden, bis er nichts mehr senden darf. Er hat ja zugeteilt bekommen, er darf in diesem Fall beispielsweise 2 Slots senden. Und dann gehen wir durch, bis wir alle User durch haben. Und der letzte unserer 17 Micro-Time-Slots, der ist nochmal dafür belegt, dass wir nochmal, irgendwie will man sich wieder neu connecten oder wir haben mal wen auf Standby gestellt, dann meldet er sich da ab und an mal, dass wir den nicht vergessen. Dafür ist dann der letzte und dann haben wir nochmal wieder den Übergang zwischen dem Empfang und dann wieder dem Senden vom Master. Das ist so ein TDMA-Frame und diese Struktur mit den 17 Micro-Time-Slots ist halt fix und da kommen wir dann später nochmal dazu, was das für Bedeutung hat. Dann hatte ich gerade erwähnt, so ein Multiframe. Das heißt, wir melden uns nur jedes bestimmte Mal. Also zum Beispiel jetzt hier ist es jedes vierte Mal, habe ich einen Slot, wo ich mich melde. Wenn ich zum Beispiel nur wenig zu sagen habe, dann will ich nur irgendwie ab und an mal sagen, ich bin noch da. In diesem Protokoll ist es in verschiedenen Stufen implementiert. Jedes zweite Mal, jedes vierte Mal, jedes achte Mal und 16, 32, dann ist auch irgendwann Schluss. Dauert dann auch irgendwann ein bisschen Zeit, bis er dann wieder dran ist. So ein Multiframe, das kann immer nur genau ein einzelner Microframe sein, der da quasi immer wiederholt wird. Und dieser hat einen festen TDMA-Offset. Das heißt, ich definiere erst quasi der Microslot-Nummer, ich sage jetzt einfach mal 7. Das hat jetzt hier nichts Genaues zu bedeuten, aber der bleibt immer bei der 7 und wird dann nicht auf einmal hinten irgendwie die Nummer 8. Dann wollen wir nochmal genau auf diesen Multiframe-Timeslot eingehen. Der ist halt 8-mal, also wir haben, der wartet immer bis zum 8-mal, dann ist er wieder dran. Daraus kommt halt auch, dass wir 7 Clients aktuell verwenden können. Jeder Client kann sich einmal melden, wenn er auf Standby ist.
und dann haben wir nochmal einen wieder frei. Also jedes achte Mal ist ein frei. Da kann sich dein neuer Client anmelden, kann dann versuchen, ist noch was frei, ist noch Platz da, und dementsprechend wird dann darauf geantwortet, irgendwie wir sind raus aus IPs gelaufen, du kommst gar nicht an, dann gibt es keine Antwort. Oder wir sind schon voll mit Timeslots, da kann dann entsprechendes Handling gemacht werden, um das mal einfach runtergebrochen zu haben. So soll dieser Multiframe-Timeslot verwendet werden. Und das hatte ich ja schon angesprochen, der Slow-Mode. Es ist ja häufig so, wenn man mal an die häusliche Internetverbindung denkt, häufig ist das an, aber fließt nicht wirklich Daten. Ist jetzt für uns ein bisschen doof, weil man muss die ganzen Leute dann connected halten, die IPs und die entsprechenden 7, die aktuell möglich sind, da was freihalten. Also ist statt, dass er immer wieder jeden TDMA-Frame drankommt, wird er halt in diesen Slow-Mode verschoben. In dem Slow-Mode ist er halt nur jedes achte Mal dran. Und da können dann halt auch gewissermaßen wenig Daten übertragen werden, wenn da mal irgendwie so eine Kurznachricht oder ich sag quasi mal so ein WhatsApp-Text könnte man halt auch irgendwie in den 300 Bytes, die in so einem Timeframe, Micro-Timeslot drin sind, übertragen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeiten drin. Da ist jetzt nämlich mal drin, wie lange dauert eigentlich so ein TDMA-Timeframe? Das ist schon mal eine bedeutende Sache, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken. Das, was wir hier in Deutschland eigentlich am meisten verwenden, ist das 21. Das ist das dritte von euch aus gesehen rechts, wenn ich mich nicht täusche. Und da haben wir um und bei 300 Millisekunden braucht das, bis es einmal rum ist. Also ist eigentlich ein Ping, sollte dann kleiner 300 Millisekunden sein, außer man steckt halt in dieser Slow-Mode, dass man irgendwie ist man erstmal langsam, da muss es erstmal ein bisschen warten, bis man wieder dran ist und quasi wieder ready to senden ist. Es ist aber ein Unterschied zwischen, wie das früher war, wo man erstmal warten muss, dass der erste aufhört zu senden. Vielleicht steht dann schon ein zweiter auf der Leitung und ein dritter und dann braucht das 5 Minuten, bis man überhaupt irgendwie drankommt und dann wird getrommelt. So gesehen schon mal eine Verbesserung. Und wenn man dann eigentlich noch guckt, was noch mit diesem Protokoll möglich ist, wenn man das entsprechend mehr Kapazitäten freistehen hat oder dieses Protokoll auf anderen Wege aufbauen kann. Das Protokoll ist sehr mächtig. An der Hardware muss man dann nochmal gucken, was kann man mit diesem Protokoll alles machen. Wenn man dann irgendwie schon im Bereich 81 Millisekunden für einen Roundtrip, also der Ping ist eigentlich noch unter diesen 81 Millisekunden, spricht, dann kann man schon ganz schön froh sein, dass man da viel geschafft hat. Da sehen wir dann eigentlich auch hier wieder zum Beispiel feste Werte, zum Beispiel die Interslot Margin. Das sind die 300 Mikrosekunden, die wir einfach auf die Lichtgeschwindigkeit zuordnen. Irgendwie, das muss fliegen vom Master wieder zurück. Und da gibt es so ein paar feste Werte und ein paar Werte, die sich mit der Geschwindigkeit ändern. Diese Mikroslot Duration nimmt natürlich mit der, einfach weil es, ich will nicht sagen ein 17, da ist natürlich noch mit Preamble und Co. und ein paar anderen Sachen dazu. Das nimmt natürlich linear einfach mit der Geschwindigkeit zu, aber es gibt ein paar fixte Sachen, wie zum Beispiel halt die TX-LX-Margin, das ist einfach die feste Zeit und auch genauso das Timing Advanced. Was natürlich auch der Vorteil ist, mit der erhöhten Geschwindigkeit haben wir ein bisschen mehr Platz, dass man zum Beispiel mehr in die Preamble packen kann, dass man da irgendwie mehr Platz für Rufzeichen, für RSI-Werte und den ganzen Kram hat. Jetzt das Ganze immer das Problem, wenn man jetzt irgendwas über die Luft funkt, das kommt alles nicht so an, wie man das gerne hätte. Viele Fehler schleichen sich ein, vor allem wenn man ein bisschen mit der Reichweite spielen will und nicht irgendwie nur in der großen Komfortzone steht, wo mit viel Leistung so Antenne neben Antenne, wenn man da so im Labor irgendwie am Testen oder hier am Tisch irgendwie am Hacken ist, stehen die schön direkt nebeneinander. Große Signalqualität, da sind Fehler kein Problem. Aber in der realen Anwendung ist es halt häufig schon, dass sich irgendwo Fehler einschleichen. Vor allem, wenn man das jetzt irgendwie in einem andersweitig benutzten Band noch benutzt. Also wenn da mal irgendwer zwischenfunkt, dann kommt man schnell zum Fehler. Also müssen wir zum Beispiel mit Forward Error Correction, also was hier als FEC bezeichnet ist, arbeiten. Oder man hat ein Parity Bit bei kurzen Sachen, zum Beispiel wie jetzt der Client-ID oder dem TDMA-Byte. Dass man da halt guckt, dass man das über einen kleinen Parity gegencheckt. Oder wie gesagt, wenn wir viel Inhalt haben, dann ist die Forward Error Correction der richtige Weg. Was man hier auch noch kurz sieht, ich eigentlich auch nur kurz ansprechen will, man muss auch mit Data Whitening arbeiten. Das heißt, man muss halt gucken,
dass man nicht immer nur dauerhaft Einsen oder dauerhaft Nullen sendet, das kommt nicht so wirklich gut, weil dann schleichen sich ganz schnell Fehler rein. Wenn ich Dauerton sende, dann ist irgendwie häufig nicht mehr zu sehen, tut sich da jetzt noch was oder ist das quasi alles tot. Also ist dann ein Data Whitening Protokoll eingebaut und damit fährt man eigentlich schon einigermaßen gut. Nun sagte ich ja irgendwie mit Timing Advanced und Sync, ja, wie bestimmen wir das Ganze eigentlich? Da guckt halt der Master, wenn er was ausschickt, er weiß natürlich, wann die antworten sollten und kann dann an dem Unterschied, wann sie antworten zu wann sie antworten sollten, halt eine Zeitdifferenz bestimmen. Und wenn wir da genau drauf gucken, mit dieser Zeitdifferenz in Mikrosekunden kann man dann halt gucken, wie viel später kam er als erwartet und dann beim nächsten Mal kann man ihm diese Zeit mitteilen über diese TDM-Arbeits und dass er dann entsprechend das korrigiert, dass er dann genau im Zeitslot steht. Das heißt nämlich, wenn dann die Clients schön hintereinander senden, dass sie dann nicht irgendwie sich überschneiden, das ist alles sehr, sehr hart gestrickt. Außerdem hat das den schönen Vorteil, wenn wir wissen, eine Mikrosekunde im Timing Advance, die wir berechnet haben, ist gleichzeitig 150 Meter grob geschätzt an Entfernung. Damit hat man gleich noch einen schönen Wert, dass man eine geschätzte Entfernung der Linkdistanz hat. Ist so fürs Monitoring als Master mal ganz praktisch zu wissen, irgendwie, wo weit sind die entfernt. Da lässt sich dann wieder ein bisschen was mit handeln. Außerdem hat es den Vorteil, wenn ich das dann wieder mit den auch mitgelockten RSSI-Werten und den Errorraten und Co. dann gucke, kann ich mir dann auch berechnen, was habe ich eigentlich für Bedingungen gerade. Ist irgendwie noch nötig, dass ich da was verbessere. Genau, dann haben wir aber immer noch Limits. Das große Problem ist zum Beispiel Mobilbetrieb. Bewegt sich ein Sender, dann habe ich häufig ein Multipath-Problem. Das heißt, mal reflektiert das irgendwie über die eine Wand, mal reflektiert das da am Leuchtturm und dann kommen die ganz verschieden an am Sender. Ich weiß nicht, die Leute, die vielleicht mal mit FM im Auto oder so gearbeitet hat, dann hat man da irgendwie Klackern oder ähnliches. Oder man hat häufig lokale, das ist mal, ich sag mal, wenn man das Radio hier hält, dann geht das und da geht nicht mehr. Das hat immer sehr viel mit Fehlern und Fehlerberechnungen zu tun. Und diese ganzen Kapazitäten wollen wir uns sparen. Denn in den meisten Fällen ist es, ich habe dann zu Hause ein Modem stehen, möchte mich da irgendwo einwählen. Und in dem Fall bewege ich mich nicht. Oder andersrum, ich bin irgendwo outdoor, habe mir da irgendwo was aufgebaut. Dann ist es auch wieder eine Möglichkeit. Aktuell ist es halt mit dem 7 Clients, da sind wir limitiert. Mit einem achtfachen Multi-TDMA-Frame. Da gehen halt nur 7 Clients rein. Klar könnte man den jetzt aufbohren, dann hat man aber nur das Problem, dass dann die Waiting-Zeiten, bis man wieder drankommt, das ist dann jetzt schon 8-mal entsprechend die 300 Millisekunden, also so um und bei 3 Sekunden, die man warten muss, wird man das jetzt auf was geplant ist, 15 aufbohren, dann wird das schon zu 6 Sekunden, die man da warten muss. Das hat den einen Nachteil, den anderen Nachteil, dass dann irgendwann die Ressourcen auf der aktuellen Hardware ein bisschen knapp werden. Dann haben wir die 300 Kilometer theoretische Reichweite. Also mit 300 Kilometer ist jetzt nicht realistisch, dass wir die erreichen werden, weil das irgendwie von der Sendeleistung der Hardware und Co. gar nicht vorgesehen ist. Aber das Timing Advanced hat halt maximal Zeit im Protokoll bekommen, dass es auf 300 Kilometer läuft. Und eigentlich ist eher geplant, dass man das auf unter 50 Kilometer einsetzt. Also spielt das im eigentlichen Sinne keine große Problem, was eigentlich viel mehr in dem Problem besteht. Aktuell sind wir halt mit der Hardware auf 433 MHz und auf 433 MHz oder den Amateurfunkband für 433 MHz. Und da ist ein lizenzfreier Betrieb relativ schwierig. Man könnte zwar mit 10 Milliwatt und bestimmten Extra-Regeln arbeiten, das würde gehen, nur kommt man dann nicht sehr weit. Also 10 Milliwatt ist nicht viel und das heißt halt auch diese Lizenz für Short-Range-Devices. Ist eine Möglichkeit, ist aber eigentlich nicht das, wofür wir dieses Protokoll designt haben. Klar, gibt es dann andere Leute wieder, die sagen, ja, es gibt ja noch 868. Ja, das gibt es, aber da gibt es halt auch wieder in Deutschland die Regelung, dass man nur x Prozent der Zeit senden darf. Man darf da zwar schön breitbandig senden, aber wenn wir jetzt gucken, wir haben so ein Master-Client-Verfahren und der Master dürfte, ich glaube, nur irgendwie unter 10% der dauerhaften Zeit senden. Also ist eigentlich auch alles wieder für die Katz. Also dafür sind wir eigentlich, ist das nicht gemacht. Das ist aus der Amateurfunk-Community entstanden für das Hemnet, was ich gestern in dem Vortrag erwähnt hatte, da eine User-Anbindung zu schaffen.
und vielleicht wird es in anderen Ländern oder halt auf anderen Wegen doch nochmal einen Einsatz finden, auch im lizenzfreien Betrieb. Das wird man dann schauen. Nun muss man irgendwie gucken, ich hatte ja schon erwähnt, der Bandplan sagt in Deutschland auf 70 Zentimeter sind wir auf 200 Kilohertz beschränkt. Klar, man kann, das ist ein Protokoll, aktuell macht die Hardware 70 Zentimeter. Da kann man natürlich gucken, können wir auf anderen Bändern auch was machen, da kommen wir dann später bei der Hardware ins Detail. Genau, und jetzt ist die Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen aufzubohren, dass man einen getrennten Uplink und einen getrennten Downlink hat. Das heißt, man hat zum Beispiel den Downlink von dem Relais auf der einen Frequenz. Wir haben in Deutschland genau drei Frequenzen im Amateurfunkbereich zur Verfügung, die im Bandplan stehen mit 200 Kilohertz. Also hat man sich auf zwei Frequenzen geeinigt, um das ein bisschen einfacher zu machen. Dann ist der feste Downlink-Frequenz und eine feste Uplink-Frequenz. Nun besteht aber das Problem, wenn ich nur zwei Frequenzen habe, irgendwie darf man sich da nicht zu nahe kommen. Das ist alles, benutzen das Gleiche. Also soll die Lösung bestehen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Master 1 und den Master 2. Die stehen gerade so weit auseinander, dass sie sich gegenseitig nicht hören können. Nun gibt es aber den Trick, die haben eine omnidirektionale Antenne. Also jeder soll ja irgendwie zu diesem Master hinkommen. Das ist der Sinn der ganzen Übung. Aber als Client kann ich dann mit einer Richtantenne, kann ich dann zu den Master, die mich die besseren Empfangsbedingungen habe, kann ich den selektiv aussuchen. Meine eigene Aussendung ist quasi in die andere Richtung extra gedämpft. Zu der Richtung, wo ich hinsenden möchte, ist sie extra verstärkt. Und damit kommt man quasi auch in den Übergangsgebieten, wo ich zwei Master zur gleichen Zeit empfangen kann, habe ich auch signaltechnisch. Klar, das Protokoll hat entsprechend mit Control-Bits und Co., dass man sich eine Master-ID aussuchen kann und entsprechend da auf der auch Seite, das ist geschützt, dass man sich da nicht aus Versehen auf dem falschen Master, wenn das doch empfängt, da irgendwie Zwischenfunke, im wörtlichen Sinne. Aber dass man halt auch einfach nicht stört, dass jeder ungestört arbeiten kann, denn wir wollen nicht die Error-Correction provozieren, dass die hart arbeiten muss. Das ist soweit die Sache. Und wenn ich natürlich dichter dran bin, dann brauche ich meistens nicht so eine große Richtantenne. Und da ist dann auch wieder die Frage, aktuell haben wir noch das Luxusproblem. Es gibt bisher wenig von diesen Dingern. Ich glaube, deutschlandweit sind erst irgendwie 4 oder 5 aufgebaut. Das Projekt ist ja auch erst 8 Monate alt seit der Erstveröffentlichung. Aber es hat sich was getan und man soll an die Zukunft denken. Nicht, dass man irgendwie was baut, was irgendwie nach 2 Jahren quasi bricked by design ist. Genau, dann gibt es natürlich noch Pläne, wie man das irgendwie weitermachen möchte. In dem Hemnet-Bereich, wie ich gestern angesprochen habe, haben wir eine Menge IPs, irgendwie 131.000 für Deutschland. Und da ist jetzt die Idee, dass wir einen eigenen IP-Bereich nehmen, die quasi nur für den Zugang auf dem übers NPR sind. Dann ist nämlich gleich an der IP zu erkennen, der benutzt ein durchaus langsameres Verfahren. Den kann man dann irgendwie anders routen, kann man da gucken, dass man da ein bisschen Prioritäten schafft, dass er wenigstens, wenn er schon mal am Anfang langsam ist, dass der Rest dann schnell geht, dass er da nicht irgendwo dauerhaft im Buffer wartet oder andere Probleme bekommt. Dann, wie schon angesprochen, muss man das mit dem 7 Clients, aktuell funktioniert es noch, so viele Leute gibt es noch nicht, die das tun, aber dauerhaft ist es keine Lösung, wenn ich eine große Stadt habe. Da haben wir durchaus Reichweiten von 5 bis 10 Kilometern mit einem so einem 70 Zentimeter Master. Da leben dann doch durchaus mehr als 7 Interessierte. Also ist erstmal 15 die nächste Schritt. Dann ist auch die Sache IP-Routing, dass es wirklich aktiv routet und nicht wie aktuell switcht. Dass wir da dran arbeiten wollen und um dann noch ein bisschen weitere Ressourcen zu sparen, dass man dann Multicast in den Fällen, wo es angebracht ist, dass man dann gleich an alle sendet und nicht nur an einen. Das sind die einfachen Sachen und dann geht es wieder ins Schwierige. Aktuell läuft das halt auf dem STM32 und da ist natürlich jetzt die Arbeit zu gucken, kann man die Plattform erweitern, dass man das zum Beispiel erstmal auf den Raspi portiert und von da aus dann auf mächtige Hardware umsteigt. Das zum Beispiel dann im Endgültigen eigentlich das Ziel sein sollte, dass man das ganze Protokoll auf den SDR überträgt. Damit öffnen sich dann nämlich auch die Freiheiten, die wir mit der aktuellen Hardware halt nicht haben. Wir sind mit der aktuellen Hardware recht beschränkt. Wir haben das eine Band und wir haben da unsere festgegebenen Bandbreiten und da können wir nicht mehr dran drehen und hoffen uns quasi, wie das mit den SDRs ist, wie natürlich auch in den Mobiltelefonen, wir das heutzutage betankt sind. In den Mobiltelefonen stecken auch SDRs drin und damit wollen wir dann den Schritt so von G3,5 auf mindestens G4 schaffen, so als Analogie. Jetzt kommen wir zur Hardware. Das ist mal so eine grobe Übersicht über das aktuelle Modem.
Da haben wir natürlich auch ein paar grundlegende Entscheidungen reingemacht. Aktuell, wo wir in der experimentellen Phase sind, ist es halt auf den Selbstbau ausgelegt. Also es ist nicht irgendwie was aufs automatische Bestücken, irgendwie auf möglichst irgendwie simpel für Maschinen, sondern das ist möglichst simpel zum Selberbauen gedacht, denn man ist in der experimentellen Phase und möchte nicht gleich irgendwo zum Auftragsfertiger gehen und sagen, okay, bau uns mal 10.000 Stück. Ja, wer finanziert das und wer will die haben, wenn es am Ende doch nicht läuft? Dann ist die Sache, man will eine modulare Stromversorgung haben. Zu Hause, die Amateurfunker laufen meistens so mit 12, 13,8 Volt, damit sind die sehr zufrieden. Wenn ich unterwegs bin, ist es schon immer so eine Sache, ich habe vielleicht ein Handy, das hat USB, aber irgendwie so 12, irgendwie meinetwegen auch 20 Volt, ja, doch nicht so verfügbar. Also hat man sich überlegt, mehrere Möglichkeiten der Spannungsversorgung, das halt auch eine direkte 5 Volt Input, kennt man, jeder hat es, USB. Dann umgeht man zwar einen gewissen Spannungsregler für 5 Volt, dann hat man keinen Linearregler für 5 Volt mehr direkt, aber man kann es betreiben. Dann ist auch noch sehr wichtig, da ist sehr viel Energie reingeflossen. Man sieht hier schön viel rote Fläche. Wir arbeiten mit hohen Frequenzen. Da muss dann ein Groundplane und ordentliche Erdung, das ist sehr wichtig. Man sieht dann auch einen sehr kurzen Antennenanschluss, dass da nicht irgendwie groß was verloren geht oder Störung reinkommt. Dann war auch noch wichtig, dass es eigentlich in einem Programm, ich meine, das Ganze ist als Open-Source-Projekt, dass es in einem Programm läuft, was jeder irgendwie benutzen kann. Und das ist, ja, ich sage im Nachhinein, KiCad kann mehr, KiCad ist besser. Aber der Guillaume hat es angefangen und ich möchte das nicht alles über den Haufen schmeißen. Immerhin ist Eagle ein freies Programm, jeder kann da machen. Es ist auch nicht zu groß, dass man da in irgendwelche Beschränkungen reinläuft. Dann fragt man sich ja noch, ja, wieso sieht es genau so aus, die Platine, wie sie da aussieht von der Form her? Das liegt daran, man hat sich mal irgendwann auf ein Gehäuse geeinigt, wenigstens in dieser Version. Und dann muss natürlich die Platine ins Gehäuse passen und das gibt dann die äußeren Dimensionen vor. Und dann muss man da drücken und ziehen, dass es alles genau reinpasst. Das ist eine knappe Sache gewesen, aber es passt. Und dann ist natürlich die letzte Sache, da wo ich halt auch meine Contributions hingehen, dass das Ganze bezahlbar bleibt. Denn wenn man da irgendwie mit 100 Euro oder größer ist, wo das anfänglich war, wo wir das jetzt noch ein bisschen gedrückt haben, dann ist auch irgendwie die Adoptionshemmschwelle recht hoch. Und dass man da ein bisschen runterkommt, dass das quasi im bezahlbaren Raum ist, dass es irgendwie jeder mal sagt, das klingt interessant. Ich baue nicht nur noch auf VPNs oder ähnliches, sondern ich will das direkt selber, den direkten Zustieg haben. Das ist die Sache. Dann gehen wir mal kurz ein bisschen auf die Hardware ein. Es gibt ja verschiedenste, die nennen sich sogenannte Sub-Gigahertz-Transceiver on a Chip. Das ist so ein kleiner QFN-Bauteil, der macht alles, der hat alles drin. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. In diesem Fall haben wir halt den SI4463 in einem speziellen Bauform genommen, weil wer will schon im Selbstbau QFN löten? Also ist es halt ein fertiges Modul mit einer PA drauf und einem kleinen Bandfilter. Klar, man muss jetzt immer so sagen, ne, chinesischer Bandfilter, genauso wie chinesische 33 dBm, entspricht für die, die mit dBm nichts umgehen können, einen chinesischen Watt. Also mit 500 Milliwatt ist man konservativ gut angelegt. Genau, und dieser Sub-Gigahertz-Transceiver, die limitieren uns schon mal sehr. Denn diese Sub-Gigahertz-Transceiver, wie Sie sagen, können nur Sub-Gigahertz. Es gibt zum Beispiel noch das 23-Zentimeter-Band. Da darf man viel breit senden, da ist auch viel Platz, da stört man keinen. Nur ist es halt 23 cm oder auch 1,2 GHz. Und selbst so mit Schummeln, Sub-Gigahertz geht dann vielleicht mit Schummeln auf 1,1 GHz, aber bei 1,2, das ist zu viel. Also sind wir da beschränkt. Und es gibt halt auch nur Sub-Gigahertz-Transceiver, die 4 FSK machen können. Wir können also auch nicht sagen, wir drehen die Modulation hoch, wir machen noch mehr als 4 Symbole. Machen die Transceiver nicht mit und es gibt auch keine vergleichbaren Chips, die irgendwie ähnlich sind, die mehr können. Also haben wir uns da schon mal irgendwie, ich will nicht sagen in der Ecke manövriert, aber da ist nicht mehr möglich, da sind wir fest. Dann haben wir einen, entsprechend muss das Ganze auch irgendwie gesteuert werden. Da ist dann eigentlich auf den STM32 einfach zu programmieren, ein gutes Surrounding. Und bis jetzt reicht die Leistung von diesem Cortex-M4 mit 80 MHz auch noch aus. Da ist wieder die Frage, wenn man dann später, ich es schon erwähnt hatte, mit dem FDD, wo dann zwei gleichzeitig laufen, das ist natürlich dann später mit größerer Hardware auch einfacher möglich.
wir haben 64 Kilobyte Flash und das eher so das Limit ist den 256 Kilo Flash und die 64K RAM ist eher das Problem. Bei großen Geschwindigkeiten, da muss dann für die Frames viel zwischengebuffert werden. Ich kriege mit 80 MHz übers SPI Daten rein, ich schicke sie mit 80 MHz über SPI wieder raus. Und da braucht man dann durchaus eine Menge First In, First Out, ja, wieder First Out. Das ist gerade verwechselt, genau, das ist so schön Kellerspeicher auf Deutsch. Genau, da ist durchaus mehr vonnöten, aber mit der aktuellen Hardware fährt man gut. Auch sehr wichtig, es ist einfach zu flashen. Mit den entsprechenden Treiber einmal installiert, stecke ich den ans USB. Ich habe einen kleinen USB-Stick dann, da schiebe ich den Bin-File drauf und alles ist fertig. Das ist für so ein Selbstbauprojekt immer sehr praktisch, wenn da nicht noch irgendwie mit Bootloader, wo man dann irgendwie was bricken kann und alles Mögliche. Hat schon seine Vorteile. Der einzige Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss, der hat Zero-Ohm-Jumper drauf und davon müssen ein paar ausgelötet werden, um entsprechende Funktionen oder Pins freizuschalten oder andere Pins mit neuen Funktionen zu belegen. Das ist nicht jedermanns Sache. Es ist zwar nur hier 0603, ist eigentlich lötbar. Man geht einfach an der einen Seite ran mit der Wärme und dann schiebt man den nach 10 Sekunden weg. Da sind die klein genug für, aber es ist nicht jedermanns Sache. Viele Leute haben auch, also man muss jetzt immer gucken, so Amateurfunk-Community, so 55 Jahre Altersdurchschnitt, das ist hier nicht der Fall, aber man muss auch immer an die anderen denken. So ein bisschen außerhalb seines eigentlicher Energie. Genau, dann ist noch die letzte große wichtige Komponente. Irgendwie muss das auch ins Netzwerk kommen. Dafür haben wir dann einen SPI 100 Mbit Transceiver. Läuft halt auch über 80 MHz SPI. Macht zwar nur IPv4, aber für den Amateurfunk ist es egal. Im Heimnetzwerk IPv4 alles okay. Amateurfunker haben genügend IPv4-Adressen und das Allerwichtigste, das Ding ist günstig. Das war einer meiner Aufgaben, die ich mich dran gesetzt habe. Früher hat das der in der vorigen Version, der hat 20 Euro das Stück gekostet und da sind wir mit 5 Euro oder 4 Euro, da haben wir einen ordentlichen Preissprung gemacht, ohne irgendwie groß was einbüßen zu können. Dann geht es eigentlich um den Aufbau. Da habe ich mal so ein paar Kits zusammengestellt. Irgendwie insgesamt waren es mal 50 Stück. Mittlerweile sind es ein paar weniger. Eigentlich liegt man jetzt aktuell bei so einer BOM, also wenn man alles zusammenkauft, von um und bei 65 Euro. Aufgebaut ist es in 2 Stunden, wenn man löten kann. Wenn man nicht löten kann, dann kann es länger dauern. Und wenn man was kaputt macht, dann braucht man Hilfe. Und was ich eigentlich eher so, das Löten ist nicht mein Problem. Ich mag eher nicht Gehäuse bauen. Dann muss man da irgendwie bohren und dann irgendwie mit ohne Ständerbohrmaschine, das ist irgendwie doof. Und dann vor allem so für die LAN-Buchse, so einen viereckigen Ausschnitt. Nee, fürs Experimentieren reicht das auch, wenn man das Platine erstmal so stehen hat. Irgendwann werde ich irgendwen finden, der das machen darf. Jetzt geht natürlich irgendwie, habe ich was gebaut, muss ich es auch irgendwie aufsetzen. Ja, wie ich schon gesagt habe, Firmware-Flashing als USB-Stick. Das ist super einfach. Natürlich habe ich das jetzt irgendwie mit der Firmware geflasht. Nun weiß es aber nicht, was soll es tun. Also müssen wir es konfigurieren. Das geht auf 2 Wegen. Anfänglich, ob man es dauerhaft aktiv lassen will, ist eine Frage. Kann man das einfach über Telnet machen? Es hat eine voreingestellte IP-Adresse, die kann ich anfunken, anschreiben und da entsprechend Befehle durchjagen. Ob man das dann dauerhaft aktiv lassen will, ist mal so eine Frage, in welchem Netzwerk befinde ich mich? Eigentlich würde ich eher sagen, sollte man das nach der ursprünglichen Konfigurierung, nach ein bisschen Rumspielen dann auch ausschalten. Das ist eine Sicherheitslücke. Aber man kann einfach per USB rangehen. Muss natürlich dran denken, das Teil braucht Strom, um es zu konfigurieren, sonst läuft der Mikro ursprünglich, das ist nämlich einer der 0-Ohm-Widerstände, die man auslöten muss, wird das USB-Board ja auch per USB mit Strom versorgt. Das ist in dem Modem nicht mehr der Fall. Also muss man auch das Modem, wenn man das konfiguriert oder auch die Firmware drauflädt, immer mit Strom versorgen. Dran denken, sonst wundert man sich, wieso geht hier nichts. Und dann werden halt simple Sachen konfiguriert, wie auf welchen Frequenzen funke ich. Dann trage ich ein Rufzeichen ein und eventuell weitere Konfigurationsparameter wie Betriebsart und den ganzen Sachen. Dann kann man auch Debug-Modus, man kann irgendwie zum Beispiel mal auf Status gucken. Da zeigt dann an, ja, wenn ich teste, dann stehen die dicht nebeneinander, also 0 Kilometer. Kriege ich RSSI-Werte,
die sind eigentlich da recht hoch und gut. Nur irgendwie, was da so ein bisschen komisch ist, so eine Errorrate von 33% sollte nicht sein. Es sollte eigentlich eher so unter 5% sein. Dann läuft es gut. Ja, und was mache ich, wenn sie oberhalb von 5% ist? Ja, als Amateurfunk darf man Power verwenden. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist erstmal eine größere Antenne. Das hilft immer. Ist einfach und meistens hat man auch irgendwie eine größere Antenne rumliegen. Also man muss jetzt ja nicht mit so einer kleinen Handfunkantenne kommen. So Rundstrahler oder eine Yagi auf 70 cm ist meistens irgendwo aufzutreiben und meistens muss man nur irgendwen fragen, der hat was. Dann ist natürlich, muss man sagen, wenn das nicht reicht, kann man einen Verstärker nehmen. Die haben natürlich das Problem, wo wir mit dem sehr schnell getakteten Timeslot sehr schnell ein- und ausschalten. Relais mögen zwar irgendwie so 100.000 Schaltzyklen haben oder vielleicht auch 1 Million, aber wenn wir da irgendwie alle 100 Millisekunden einmal an- und ausschalten, dann sind die ganz schön schnell verbraucht. Und außerdem gibt es viele Relais, die sind langsamer als so 1 Millisekunde im Schalten. Also ist es eigentlich sehr gut, wenn dieser mit Pin-Dioden gesteuert oder auf irgendeiner Art Solid State ist, der Verstärker, damit das dann läuft. Also meistens werden die dann als DMR-fähige Verstärker verkauft. Das ist so ein Beispiel. Und dann ist noch eine wichtige Sache bei einem so einem 7-Euro China-Funkmodul, ist natürlich die Empfindlichkeit nicht so hoch, wie sie sein könnte. Also ist ein LNA durchaus eine angebrachte Sache. Dieser PA hat den Vorteil, der hat einen LNA eingebaut, also ist ein Rundumschlag. Man muss gucken, ob es nötig ist. Bei längeren Entfernungen ist es nötig, irgendwie unterhalb von 5 Kilometer reichen auch gute Antennen. Ein grober Netzwerkaufbau, einfach mal ganz grob gezeigt. Der Master bekommt über den Router einfach einen festen IP-Bereich zugewiesen, den verteilt er als Switch. Also wir haben da keine aktive Routing drin, die werden einfach nur verteilt. Und dann habe ich mir so hier als Beispiel, wenn es mal mehr Clients gab, die aber rausgefallen sind, behält man die IP, bis man irgendwie verschwunden ist und dann kriegt man eine neue. Also kann es halt sein, dass es so ein paar Löcher in der IP-Verteilung gibt, aber eigentlich werden die erstmal von unten aufgeteilt. Dann hatte ich noch das FDD erwähnt, also dass wir auf zwei unterschiedlichen Bereichen senden und empfangen. Wir sprachen ja irgendwie so von der Modulationsart, wo wir halt sind. Da haben wir 100 Kilobits die Sekunde an Nutzdaten. Das können wir natürlich verdoppeln, wenn wir auf der einen Seite senden und auf der anderen Seite empfangen gleichzeitig. Das muss natürlich nicht auf allen Seiten passieren, denn wenn wir mit mehreren Nutzern rechnen, wie jetzt das zum Beispiel hier der Fall ist, dürfen eh nicht alle gleichzeitig, also alle Nutzer gleichzeitig senden. Da ist eh immer einer nach dem anderen dran. Also es ist kein Problem, wenn man sagt, der Nutzer hat ein einzelnes Modem und für den Master schließt man zwei Modems zusammen. Und da ist dann auch langsam die Grenze der aktuellen Hardware erreicht. Und da sind wir dann am Gucken, ob man einmal so eine richtige Relais-Hardware entwickelt, die quasi alles in einem macht, ohne irgendwie zwei Relais über GPIO-Pins zu verbinden zu müssen. Dann hatte ich noch versprochen, so einen kleinen Vergleich mit LoRa. LoRa hat einen ganz anderen Ansatz. Ich meine, das sieht man schon, das Network, das ist nicht als Master-Client aufgebaut, sondern das ist ein burstartiges Mesh. Jeder schiebt mal Daten raus, wenn er irgendwie Daten rausschieben will. Das kann mal kollidieren, kann mal nicht kollidieren. Und ist halt eher auf Low Power ausgelegt, während wir halt auf viel Datendurchsatz bei akzeptablem Powerbudget und akzeptabler Reichweite das Ziel haben. Außerdem hat natürlich LoRa den Nachteil, das ist irgendwie so ein Chip, da schieben wir was rein und dann kommt da irgendwas raus. Da versuchen wir natürlich klar, jetzt diese Sub-Gigahertz-Transwerte haben natürlich auch irgendwo Segmente in der Firmware, die nicht ganz öffentlich sind, aber quasi der gesamte Rest ist komplett einsehbar und auch portierbar auf andere Hardware und damit ist man dann komplett open. Also beispielsweise eine SDR-Implementierung sollte eigentlich keine großen versteckten Türchen beinhalten. Klar ist jetzt so ein LoRa-Board irgendwie voll SMD bestückt, fertig, einfach und günstig zu bekommen, aber da sind wir halt noch dabei. Das ist ein Experimentalstatus. Wahrscheinlich, wenn man das irgendwie wie die LoRa China Boards in 10.000 Stück auf einmal fertigen lässt, sind wir da auch ein bisschen günstiger. Das große Projekt ist bei Hackaday.io. Da muss ich noch nachher irgendwie bei Hackaday nochmal vorbeigehen und beschweren. Ne? Ihr habt mir so viel aufgebürstet. Hätte ich den Artikel da vor 8 Monaten nicht gelesen, hätte ich jetzt mehr Zeit gehabt. Dann gibt es noch einen Telegram-Chat, wo mittlerweile, ich glaube, 70 Leute, das ist jetzt der deutschsprachige, es gibt noch einen englischsprachigen, da wird dann einfach noch ENG- vorgehängt vor das NPR70. Und noch habe ich irgendwie, ich glaube, 5, 6 Kits da und ich muss nochmal überlegen, ob ich nochmal selber welche aufsetze. Mittlerweile kann man sie auch aus China kriegen. Nur ist es so eine Frage, braucht man das? Dann jetzt zu den Fragen aus dem Publikum oder irgendwie übers Internet.
Wer Fragen hat, bitte melden. Ich komme dann zu euch. Gibt es im Internet Fragen? Da gibt es keine. Und hier auch nicht. Okay, dann bevor ich dich von der Bühne entlasse, möchtest du eine Mate oder etwas Süßes haben als Geschenk? Letztes Mal hatte ich eine Mate, dann können wir auch was Süßes nehmen. Jetzt darf es was Süßes sein. Also wie gesagt, ich bin immer an der Ecke der Chaoswelle zu finden und auch wenn ihr da noch später Fragen habt, da könnt ihr jederzeit vorbeikommen. Dann vielen Dank, dass du bei uns im Orbit gesprochen hast. Danke. Und vielen Dank für deinen Vortrag. Gib ihm nochmal einen großen Applaus für den tollen Vortrag. Applaus.